Ein herzliches Willkommen zurück zu Risen. So, wir haben jetzt eine Winde betätigt. Da müsste doch eigentlich jetzt was passiert sein. Man kann sie nicht hören, aber ich kann sie förmlich riechen. Wen kannst du riechen? Die Echsen. Sie sind hier, hinter der Mauer. Und jetzt solltest du lieber deine Befehle befolgen. Ja, habe ich eigentlich gemacht. Don Esteban hat die Hafenstadt zurückbekommen. Soll er doch. Es ist mir gleich. Von der verfluchten Stadt wird sowieso bald nichts mehr übrig sein, wenn das hier nicht bald erledigt ist. Okay. Ich habe eine Winde gefunden. Das Tor ist immer noch verschlossen. Vielleicht gibt es noch eine weitere Winde. Ich habe Rufus bereits nach Süden geschickt. Folge ihm. Vielleicht braucht er Hilfe. Süden? Ah, nee. Oh. Rufus. Ich habe hier eigentlich den Weg freigeräumt. Es dürfte hier kein Richtstab liegen. Alles platt gemacht. Lieber Rufus. Ja, langsam gehen mir auch echt die Zauber aus. Es ist ein bisschen blöder jetzt. Muss ich sagen. Das ist ein Echsenmensch? Hä, wieso sind da wieder welche? Okay, das finde ich jetzt ein bisschen strange. Aber gut. Egal. Ja, wen haben wir da? Oh. Boah. Zack. Dieser Raum war denn damals auch schon offen? Was hast du da? Weil da kann ich jetzt wahrscheinlich, ja, nochmal einen Hebel ziehen. Dürfte ja hier nichts mehr passieren, ja. Ja, ja. Hier auch nicht. Hervorragend. Ich habe doch Steinplatten gefunden. Kann das vielleicht sein, dass ich die hier drauflegen muss? Ich muss hier wieder Büsten hinlegen. Das kann nicht anders sein. Warum habe ich... Das ist echt komisch. Tja. Ah. Das hier? Ja, toll, ich brauche aber noch eine Büste. Wo kommt die denn her? Wo kommen die her? Verstehe ich jetzt nicht. Aber auch wurscht. So, meine Freunde. Gehe ich jetzt mit den Leuten rein, oder? Rufus ist tot. Was ist passiert? Echsenkrieger. Sie haben ihn wohl überrascht. Dann hat er es nicht besser verdient. Wer nachlässig ist, gefährdet unsere Mission. Die Strafe für Versagen ist der Tod. Merkt ihr das?
Ach, ist so freundlich. Ich habe die zweite Winde gefunden. Gut, dann sehen wir uns die Sache mal an. Diese Säulen erzählen die Geschichte dieser ganzen Anlage. Vielleicht siehst du dir die mal an. Geht er da jetzt rein? Weil ich will, glaube ich, als erstes hier mal ein bisschen vorpreschen und mal... Genau. Ist alles voller verkackter, blöden Fallen, Mann. Okay, dann schauen wir uns die Säulen halt mal an. Diese Festung wurde von vielen erbaut, doch sie folgte nur einem Befehl. Meinem Befehl, denn ich bin Ursigor, Herr der Titanen, Befehler der Echsen. Sei gewarnt, Fremder. Was auch immer du hier suchst, finden wirst du nur den Tod. Herr der Titanen. So, so. Sonst steht hier nur noch Scheiße. Das ist geil. Ich schon. Okay, der ist witzig. Und? Was denkst du? Die Sache schmeckt mir nicht. Warum werden wir nicht angegriffen? Vielleicht eine Falle. Gut möglich. Du wirst den Durchgang auskundschaften. Mhm. Wenn du eine Falle findest, wirst du sie entschärfen. Wenn der Weg frei ist, rücken wir nach. Ah, ich finde es so toll, wie mutig ihr seid. Aber... machen wir das halt so. Na, geht's weiter. Auf dich habe ich ja nur gewartet. Ich helfe dir. Pass auf. Ah, shit. Ach Mann, das waren meine Ideen. Gute Arbeit. Das Vieh steht nicht mehr auf. Hast du kurz einen Prozess gemacht? Dann geht ihr. Nein, das war meiner. Nerv. Das Vieh wird uns keine Probleme mehr machen. Gut gemacht. Dann muss ich mich nicht darum kümmern. Was ist los? Das ist wirklich eine Festung. Und wir sind nur im äußeren Kreis. Siehst du diese große Zugbrücke? Da müssen wir lang. Vielleicht gibt es wieder einen Weg, die Brücke zu öffnen. Das will ich hoffen. Du wirst ihn finden. Wir anderen werden hier alles durchsuchen. Und die letzten Echsen töten. Nee, ich will das. Pass auf! So. Mit dem Biest hast du kurz einen Prozess gemacht. Meine Erfahrungspunkte, sage ich euch. So, jetzt gucken wir mal. Hier ist eine Winde. Also, kannst du mir was sagen? Was machst du hier? Ich bewache den Durchgang. Wir müssen aufpassen, dass uns niemand in den Rücken fällt. Oh, du hast recht. Guck ich mir aber mal alles genau an. Wir sollten hier bleiben. Hier ist eine gute Verteidigungsstellung. Wenn wir uns zu sehr verteilen, sind wir verwundbar. Okay. Das ist zu riskant. Die Tür hätte jeder aufmachen können.
Also bilde dir mal nichts ein. Mhm. Hast du mal ein Stängelkraut? Kauf dir selber was. Dann gewöhnst du dich schon mal an die Preise. Und Stab sollte schon behalten, ne? Dann geh mal. Ja, okay. So, was haben wir hier drin? Schade, ich dachte im Bett, wo man das Schläfchen machen kann. Das ist ein Ex-Mensch-Bett. Aus Stein, bequem. So, dann gucken wir doch mal hier rein, ja? Ah, hier geht was, okay, alles klar. Oh Mann, das ist riesig. Bin gespannt, was uns hier noch erwartet. Ach ja, ich habe ein paar Vorräte von oben mitgenommen. Wenn du was brauchst? Ja, zeig mal. Lass uns handeln. Ich brauche Pfeile, mein Freund. Das macht man mal. Wie viel Geld habe ich? Naja, ja, damit. Das ist mir jetzt gerade so wichtig. Gucken mal noch hier. Gut, hier war nichts, aber hier geht ein Weg, glaube ich, lang. Ah, hier mal schon irgendwas, oder? Ja. Kommt noch ein Kumpel mit oder so? Nee? Hä? Tja, schade eigentlich. Doch kein Weg. Ist das sicher? Das ist ja blöd. Dann weiß ich, was wir machen müssen. Dann müssen wir den Hebel oder diese Winde wahrscheinlich mit Telekines bewegen. Das habe ich nicht gesehen beim ersten Mal. Ich bin Ursigor, Herr der Titanen, Befehler der Echsen. Zu der Zeit, als die Götter kamen, sprach der Dunkelste von ihnen zu mir. Und ich hörte seine Worte und folgte ihm. Der dunkle Gott. Okay. Jetzt muss ich nochmal hier rüber gucken. Kann ich hier irgendwie... Also, das kann nur so sein, dass praktisch ich diese Winde mit Telekinese nutzen muss. Mama, das mal. Oh. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass das so aufgeht. Alles klar. Ich sehe nichts. Doch, hier sehe ich was. Hä? Was machen die denn da? Wie geil ist das denn? Klein Trottel, ey. Ihr seid so witzig. Das gibt's doch gar nicht. Wo kommst du denn her? Wir haben ein Tor geöffnet. Und du? Ich bin schon ewig hier. Damals haben die Echsen mich gefangen, weißt du? Dann gibt es noch mehr Wege nach draußen? Oh ja, hier gibt's eine Menge Höhlen. Einige führen nach draußen, aber niemand kennt alle Wege. Nicht mal Jorgensen, obwohl er es immer behauptet. Okay. Wie komme ich tiefer in den Tempel hinein? Du meinst die große Zugbrücke? Der Durchgang in die Tiefen des Tempels? Genau. Keine Ahnung, die war noch nie offen. Selbst die Echsen gehen dort nicht hin, weißt du? Komm schon, es muss doch einen Weg geben. Naja, an deiner Stelle würde ich mir eine Karte besorgen. Ist ja schlau. Woher bekomme ich eine Karte? Hier ist ein Trupp Echsen vorbeigekommen. Vermutlich ein Jagdtrupp. Die müssten eine dabei haben. Wo sind sie lang? Wahrscheinlich nach draußen. Geh runter zum Sumpf und frag Jorgensen.
Der hat sie bestimmt gesehen. Aber glaub ihm bloß nicht, er ist verrückt. Aha. Wer ist Jorgensen? Hör nicht auf ihn. Er redet viel Unsinn. Das kommt von den Pilzen, weißt du? Ich esse die Pilze nicht. Ich halte mich an das Fleisch. Das hält mich davon ab, verrückt zu werden, so wie Jorgensen. Ich sage dir, der macht's nicht mehr lange. Hat zu viel von den Pilzen gefuttert, weißt du? Mhm. Wo finde ich Jorgensen? Du musst runter zum Sumpf gehen. Aber nimm den richtigen Weg. Den Weg mit den großen Pilzen. Aber iss bloß nicht davon. Nicht mal naschen, sonst wirst du verrückt. Genau wie Jorgensen, weißt du? Hä? Wo bin ich? Also so wirklich kapiert habe ich es jetzt nicht. Also bin von da oben gekommen. Hier. Ah ne, dachte schon. Oh. Wo bist du? Hier bist du, mein Freund. Oh no. Eine knappe Geschichte. Den Weg mit den großen Pilzen, das ist ja schon der, würde ich sagen, ne? Wenn er das so meint. Alter, was ist hier los? Aber wir haben vorher auch gemerkt, wie schlecht wir eigentlich mit dem Schwert sind, ne? Also, war nicht wirklich gut. Alter. Hier ging man echt einige um. Ui. Wenn die jetzt alle kommen, habe ich ein Problem. Hin. Hey, wo bist du? Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Alter. Das ist echt spannend. Oh. Mist. Geiler Scheiß. Hier gibt es einen schönen Punkt, wo ich ein bisschen Erfahrungspunkte krieg. Wahrscheinlich ist das der Weg zur Brücke. Könnte ich mir auch vorstellen. Und hier habe ich auch was gesehen. Ja, ja. Alles Echsenkrieger, das ist schon krass. Cool. Das schauen wir uns schon alles an. Sagt, ich glaube, es ist der Weg zur Brücke. Da oben haben wir was. Muss mal gucken, in welche Richtung ich dann. Okay, pass auf. Heidenei!
ein Echsenbiester. Wo kommst du her? Wie Dreck. Bin ich aber erschrocken. Sie auf den. Oh, noch ein Echsenkrieger, das ist nicht gut. Wo kommt ihr denn her? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Heide, nein. Respekt. Guten Schrecken eingejagt habt ihr mir. Weil in diesen Höhlen sitzen sie, glauben sie doch fest. Ich bin auf jeden Fall mal vorsichtshalber. Gucken erstmal die Höhlen hier rein. Jetzt will ich wissen, ob das bestätigt wird. Ei, spannend hier drin. Mehr ist nicht zu holen. Wirklich spannend. Du, das ist gerade ganz schlecht. Okay. Ich lag komplett falsch, aber egal. Wir schauen uns jetzt hier in diesen Höhlen mal um. Bringst keinen Kumpel mit? Da oben ist keiner. Jetzt gucken wir uns hier noch um. Ja, da, wo ist es da? Sehr schön. Also hier unten könnte es wild. Anderen Gang geben. Aber vielleicht sollte ich doch echt zum so. Hätte gern Bett. Oh. Und nochmal. Nochmal von vorn. Und nochmal von vorn. Oh je, oh je. Nochmal von vorn. Abgebrochen. Aber das ist ja mein eigenartiges Schloss. Geschafft. Naja, 21 Pfeile haben oder nicht haben. Aber ich hatte mal 800, ne? Das ist... Oh, maximale Lebensenergie, her damit. Das habe ich gern. Bauen wir uns auch gleich. So, jetzt gehen wir schnell in die ganzen Räume. Anti-Magie-Kristall. Ah ja, es geht mir ab. Mal von vorn. Der Dietrich ist hin. Und nochmal von vorn. Boah, ey, die Schlösser sind ja mal echt ätzend hier. Geschafft. Schlösser öffnen. Hey, war ich da jetzt schon dran? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. So. Hier ging's zurück. Machen wir hier rein. Amulett. Schauen wir uns mal an, was das Amulett hier. Warte, Geschick, Stärke, Schutz. Könnte eigentlich auch die Sachen mal verkaufen. Muss ich wirklich sagen. Vieles brauche ich auch nicht. Von vorne. Da verkackt ich's auch. Geschafft. Okay. Da unten hängt noch einer ab.
Aber ich kann schon froh sein, dass ich jetzt diese Rüstung habe, muss ich wirklich sagen. Weil die haben mir jetzt schon ordentlich Schaden gemacht. So, jetzt. Dein Glück hast du dich gerade noch bewegt. Okay. Steinplatte. Nee, hier ist nix. Ja, dann gehen wir mal den Weg mit dem, wie ihr gesagt habt. Mit den Pilzen, oder? Weiß da. Warte mal. Bin ein bisschen verwirrt. Ja, und. War ich hier oben schon? Nee, ich glaube nicht. Armbrustbolzen brauche ich eigentlich so rein gar nicht. Steiner Matron. Oh. Okay. Ich hab dich gesehen. Mein Freund. Naja. So nicht. So nicht. Oh, hier gibt es echt einen Haufen Zeug. Nicht in Ordnung. So. Jetzt habe ich aber alles. Jetzt habe ich diesen Raum komplett leer gemacht. Nein, habe ich nicht. Mann. Die Jungen, die hier alle rum. Mhm. Komisch. Also, da kommen wir. Gehen wir, wie gesagt, mal diesen. Was? Ich will es entlang, oder? Wie es gesagt hat. Wie geht's jetzt Richtung Sumpf? Glaube ich. Oder ich muss komplett raus. Das kann natürlich auch sein. Aber das würde keinen Sinn ergeben, wenn er gesagt hat, folge den großen Pilzen. Also. Ach, das sieht doch nach Sumpf aus, oder? So ist. Das ist doch komisch. Ich hasse euch. Ghule sind echt das Ätzendste im Spiel. Runenschwert? Was ist ein Runenschwert? Aha. Okay, cool. Was ist das hier wieder? Da ist der Jorgensen. Gute Verrückte. Also. Ich werde es gleich mit dir. Sammle nur die Mana-Pflanze an. So was. Ein Mensch. Die Echsen haben dich wohl auch gefangen, was? Willst du ein Stück Pilz? Lieber nicht. Was? Du willst meinen Pilz nicht? Du wirst es dir schon noch anders überlegen. Naja, ein paar Tage hier unten und du wirst um ein Stück Pilz betteln.
Ich suche einen Trupp Echsen. Den Jagdtrupp? Ja, ja. Ich weiß, wo sie lang sind. Und? Sagst du es mir? Nein. Du magst meine Pilze nicht. Deshalb magst du mich auch nicht. Besser, ich sage dir gar nichts. Jetzt reicht es mir. Wo sind die Echsen lang? Ja, ja, schon gut. Sonst gibst du nie mehr Ruhe. Einfach den steilen Felsweg rauf und dann durch die große Höhle. Da ist ein Tal. Da sind sie lang. Sie suchen neue Menschen. Menschen, die sie dann schuften lassen. Gut, danke. Du bist völlig verrückt. Verrückt? Brent sagt das auch. Aber das macht mir nichts. Weißt du, früher wusste ich gar nicht, wie gut Pilze schmecken. Jetzt ich meine, vor meiner Verletzung. Verletzung? Die Echsen haben mir mächtig eins auf den Kopf gegeben, weil ich nicht mitgehen wollte. Nur die Pilze haben mich gerettet. Leben gerettet? Pilze? Du spinnst total. Nein. Die Echsen haben mich halb tot in eine Höhle geschmissen, zum Sterben. Das Einzige, was es da gab, waren Pilze. Schöne, große, saftige Pilze. Haben mir das Leben gerettet. Seitdem esse ich nur noch Pilze. Das bringt mir Glück. Ja, verstehe. War wohl ein harter Schlag, den du da gekriegt hast. Oh ja, sehr hart sogar. Aber die Pilze haben mich gerettet. Okay. Dann wollen wir mal dem Jagdtrupp hinterher. Was mich ein bisschen wundert, dass Ghule und Echsenmenschen... Ah, ich hab dich gesehen, mein Freund. Hier in Frieden zusammenleben, ne? Oh! Kommt da noch was? Nee? Alles klar. Obsidian, das finde ich gut. Mehr ist nicht zu holen. Was du bewacht hast, hä? Ob es hier was Leckeres gibt? Steinplatte, prima. Könnte man wieder ein paar Steinplatten geben, ne? Weil du dann hier. Der Text handelt von Magie. Steht etwas über der Text. Ja, hau rein. Interessant. So. Mal weiter. Ja, ein bisschen Schiss habe ich schon. Also, jetzt halt hier zu kämpfen ist einfach nicht schön, weil es doch sehr eng ist, ne? Was bist du, normaler Echsenmensch? Das ist gut. Bringst noch einen Kumpel mit? Ja? Ich. Mehrere Kumpel mit. Hä, was machst du? Was war denn das? Feldschlüssel zur Torfzelle? Ist nix. Aber schön sind die Höhlen schon mit diesen Kristallen. Das finde ich schon hübsch. Vorsichtig, mal müssen gucken. Ja, ja, ich sehe dich.
Ach, doch, es ist was. Gottes Willen. Kann ich da ziehen? Mama, schon wieder eine Steinplatte, was ich hier Steinplatten finde. Für Magier wäre das halt echt eine coole Sache, aber... So. Ich guck mir hier das noch kurz an. Da ist Talk. Der Talk, oder wie auch immer. Was will Mensch? Dork kennt Mensch. Mensch Freund von Dork. Ja, wir sind uns schon mal begegnet. Dork gefangen von Schuppige. Mensch befreit Dork. Besonders lange konntest du deine Freiheit ja nicht genießen. Dork jetzt wieder gefangen. Warum bist du wieder gefangen? Dork nimmt Keule und tötet Schuppige. Aber Schuppiger zaubert bösen Zauber auf Dork. Dork eingesperrt. Dork wieder eingesperrt. Dork mächtig sauer. Ich mag ihn. Du bist frei. Dork schuldet Mensch das Leben. Dork will Schuld tragen. Für Ehre von Dork. Dork wird helfen. An Seite stehen. Oh. An Seite kämpfen. Das Gesetz der Ehre. Ich verfolge ein paar Echsen. Echsen? Echsen? Dork sagt Schuppige. Verstanden. Dork wird Leben schützen und Feinde töten. Einen großen Kerl wie dich könnte ich schon gebrauchen. Dork groß und stark. Dork und Mensch kämpfen für Ehre. Mensch spricht, Dork folgt. Geil. Komm mit. Ja. Geil. Tank. Sehr gut. Komm mit. Oh, ein Edelstein. Bin ich echt gespannt, wo bin ich denn hier? Das Gitter war halt damals zu wahrscheinlich, ne? Früh müsste ich dann auch geplündert schon haben. Ja, okay. Also ich war hier schon, das ist nämlich das zweite Tor, was geschlossen war, was jetzt inzwischen auch auf ist. Also perfekt. Hey. Warum liegt da ein Jäger? Das ist eigenartig. Ungeziefer! Gut gemacht! Ja, natürlich habe ich es gut gemacht. Ich schätze, ich werde ihn schon noch brauchen müssen. Also wirklich, weil ich glaube, dieser Jagddruck wird aus mehreren üblen Typen bestehen. Kann ich mir schon vorstellen. War ich hier, wo ich diese ganzen... Oh, guck mal, hier überall liegen Echsen. Warum liegen hier Echsen rum? Wer hat die umgelegt? Deine Geräusche machen mich ein bisschen nervös. Ach, ich weiß, wo ich... Ja, ich weiß, wo ich bin. Alles klar. Und hier war diese Aschenbestie. Ja, und da liegt auch wieder eine Echse. Das... mich mal interessieren, warum hier ständig so Viecher rumliegen. Wem sind die gekillt worden?
Ach, jetzt bin ich aber erschrocken. Das ist mein Druidenfreund, hä? Hast du die gekillt? Was machst du hier? Du wolltest doch zusammen mit dem Inquisitor in den Vulkan. Hast du schon etwas herausgefunden? Ich verfolge einen Trupp Echsen. Sie sind den Weg runter, Richtung Jagdhütte. Wenn du dich beeilst, kannst du ihn noch einholen. Ja, ey, ich sag's euch, ich möchte nicht, dass meinen Freunden an den Kragen geht. Komm, schnell. Bist du da? Okay, du bist auch schnell. Weil das, dann werde ich sauer. Und darf nicht passieren. Shit. Lass sie in Ruhe. Ungeziefer! Nur nicht im Weg rumstehen. Sehr gut. Geht's dem Wolf gut? Wo ist der Wolf? Nein. Ach Mann, sie haben Rufo getötet. Du Sack. Gefunden, was gesucht war? Shit. Ja, jetzt muss ich wieder in den Vulkan. Geh in Berg. Pass auf Schuppige, pass auf Menschen. Keine Sorge, die Menschen sind auf meiner Seite. Menschen wie böse Zauberer. Besser niemals Rücken zeigen, niemals einschlafen. Keine Sorge, ich passe schon auf. Doc war mit Mensch gemeinsam in Kampf und Suche. Nun geh alleine. Bring zu Ende, was längst begonnen. Wohl gesprochen, mein Freund. Diese Viecher. Wo kommen die her? Das sind Echsen. Sie kommen aus dem Vulkan. Aus dem Vulkan? Also gibt es noch mehr von ihnen? Viel mehr. Dann werde ich in Zukunft ein Auge auf die Umgebung haben. Nochmal erwischen die Biester mich nicht. Was hast du zu verkaufen? Keine. Jetzt pass auf, jetzt verkaufe ich mal ein bisschen Kruscht, ja? Warte mal. So, haben wir hier noch. Achso, das wollte ich ja machen. Genau, das habe ich gesagt. Das finde ich eigentlich nicht schlecht. Ich aber das Schutz vor Feuer und Schutz vor Kriegen habe ich nicht. Schutz vor Magie, Schutz vor Eis. Das ist zu wenig, das brauche ich auch nicht. Ah ja, nett, ich bin kein Magier. So, schleichen brauche ich nicht. Okay, so. Meine Liebe. Hat dein Mann was zu verkaufen? Kommen einfach hierher und denken, sie können mich umbringen. Versklaven trifft es eher. Versklaven? Niemand versklavt mich. Das haben die Biester jetzt auch gemerkt. Gürger. Echsen. Wo du hinkommst, ist wohl immer was los. Ey, keiner trauert um Rufus. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich habe Rufus geliebt. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir hier am Ende dieser Folge angelangt. Ich sage ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.